Herzlich willkommen zu Divinity 2. Ja, wir versuchen jetzt die Wächterinsel noch ein bisschen zu erforschen. Mal schauen, was uns da erwartet. Ihr habt gesehen, ich habe mal eine Zweihandwaffe ausgerüstet. Ja, man kann wusste ich gar nicht, man kann zwei Waffen ausrüsten, also was distanzmäßig und Nahkampf. Und somit kann man auch ein bisschen flexibler sein. Der Nachteil ist einfach nur, dass ich teilweise noch ziemlich Schaden bekomme. Okay, was soll das? Und die Kerze geht gleich wieder aus. Okay. Ja, ich glaube, hier können wir noch nichts machen. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal auf die andere Seite durch. Von hier sind wir gestartet. Ach, hier ist noch einer. Gar nicht gesehen. Wer seid ihr? Wie seid ihr? Geht fort, ich warne euch. Ich kann zaubern. De gustibus et coloribus. Was? Kein Feuer dabei? Ein Eissturm. Sic transit gloria mundi. Nein, das klappt auch. Alia jacta est! Fluctuat nec mergitur! Cogito ergo sum! Ich glaube, ich verschwinde jetzt besser. Was soll denn das? Giftstein. Nehmen wir mit. Erdwurzeln nehmen wir auch mit. Hier ist ein Buch, eine Rezeptsammlung. Auch mitnehmen. Giftsteine auch. Nein, weich zurück, möchte gern Drache. Apparent Radinantes in. Hat gerade seine Preise gesenkt. Das ist offenbar ein Händler. Mit Löffeln bezahlen. Was? Hier brauchen wir nicht. Hier auch nicht. Hat er keine Tränke? Nee. Vielleicht hier was Gutes drin? Nee. Nehmen wir mit, aber ich dachte, der König. Obgleich der letzte, nicht der kleinste. Nein, 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 aber ich will meine Suppe. Wivern? Köstliche Wivernsuppe. Aber ich will das Nonplusultra. Bringt mir ein Wivernei, Echsenkönig, dann gebe ich euch Meister Blinky. Was? Auf, bis auf die Spitze mit euch! Der Sklave des Meisters, der Meister der Maus. Er ist den ganzen Tag oben in seinem Turm, aber ist ohne mich gegangen. Der andere hat mich rausgeworfen, obwohl ich ihm in die Knöchel gebissen habe. Maxos, der Große, ein langes, langes Leben hat er mir gegeben. Er ist ein ganz schlauer. Klick! Und die Truhe ist auf. Klick! Und die Truhe ist zu. Ach, offenbar ein Schlüssel. Hab ihn mit meinen eigenen Zähnen.
geglänzt. Jetzt sind alle alt und gelb. Der Wimperngipfel, was für eine Aussicht, wenn gleiches Feuer herabregnet. Habt ihr einen Wasserschirm? Ich bewache meine Höhle mit der Achtsamkeit eines Hasen. Okay, der Typ ist nicht ganz 100. Nix, kein Loot. Was kommt jetzt? Ach, das muss einer von dieser Toten sein. Nekromantentod. Kandidaten für eure Nekromantenplattform kennenlernen, Drachenritter. Ich werde eure Rückkehr erwarten. Finde ich gut. Ich kann nicht. Mein Mana wird knapp. Versuchen wir diese Diener zu suchen. Hier gibt's noch mehr. Oh, da kommen noch mehr. Und jetzt der hier, bevor er wieder einen beschwört. War gut, gehen wir weiter. Dachte, die anderen wären auch noch im Kampf. Ja, jetzt haben wir den verpackt. Andere Seite. So.
Ja, da oben hat es ein Zelt. Da. Ja, gehen wir jetzt einfach mal hin. Einen Moment bitte, Fremder. Kann es sein, dass ihr der Drachenritter seid, von dem man uns erzählt hat? Ich hoffe, mein Laden ist noch heil. Die Rüstungen sind von unübertroffener Qualität. Und manch ein Krimineller hat bestimmt schon bemerkt, dass wir weg sind. Okay. Oh, bitte zeigt Erbarmen, Drachenritter! Wesson ist ein guter Bezauberer! Bitte nehmt ihn! Ist gut, Jennifer, ist gut! Ich bin mir sicher, dieser Drachenritter wird mich in Erwägung ziehen. Lasst euch versichern, dass meine Frau recht hat. Ich bin ein Bezauberer mit gutem Ruf und besitze einen Laden in Allerod, der sich selbst bei den Champions großer Beliebtheit erfreut. Oh ja, sehr großer sogar. General Augustus gehört zu unseren Kunden und Deodatus persönlich war einst in unserem Laden. Mein Mann ist der Beste, der Allerbeste. Ein Bezauberer setzt Kristalle, Erze und niedergeschriebene Bezauberungen ein, um die Wirkung von Waffen, Rüstungen, Schmuck und so weiter zu verbessern. Es versteht sich von selbst, dass die richtige Bezauberung einem Abenteurer im Kampf von großer Hilfe sein kann. Vor allem dann, wenn sie so gestaltet wurde, dass sie unter bestimmten Bedingungen eine besondere Wirkung erzielt. Zum Beispiel weisen manche Wesen eine natürliche Schwäche gegenüber bestimmten Giftarten auf. In solchen Fällen ist eine Giftbezauberung besonders wirkungsvoll. Daher ist es angebracht, eine breite Palette an Waffen und Rüstungen mit sich zu führen. Allerdings kann man auch einen bestimmten Ausrüstungsgegenstand entzaubern und danach mit einer neuen Eigenschaft versehen. Es begann mit meiner Faszination für wertvolle Edelsteine. Bald darauf entdeckte ich ihr magisches Potenzial. Damals fing ich an, in der Schmiede meines Onkels herum zu experimentieren. Und schon bald wurde er der beste Bezauberer von ganz Rivellon. Ein wahrer König unter ihnen. Jennifer, bitte. General Augustus ist der ranghöchste Champion. Er ist zwar nicht mehr der Jüngste, genießt aber ein derart hohes Ansehen, dass er fast schon vergöttert wird. Weil er im großen Krieg gegen Damian und seine Dämonenarmee gekämpft hat. Deodatus ist der oberste Heiler in der Stadt. Ein sehr berühmter Mann in Allerod und Umgebung. Und ganz abgesehen davon ist er ein berüchtigter Exzentriker. Aber ich muss zugeben, seine Fähigkeiten als Heiler sind legendär. Ja, in der Tat. Er und seine Schwester leben in Allerod. Ein widerlicher Kerl. Als Wesson einmal nicht hinsah, grapschte er nach meinen. Mehr sage ich nicht, aber es war sehr unangebracht. Ob gut oder schlecht, liegt ganz bei euch, barmherziger Ritter. Diese Jennifer nervt. Hier ist noch ein Totem. Und ein paar Gegner. Was ist das für... Oh, da ist noch einer. Okay, schauen wir nach, was das für eines ist. Ach, wir müssen Totem. Ihr müsst zuerst die Kandidaten für eure Alchemie-Plattform kennenlernen. Ich werde eure... Okay, Alchemie. Hier drin ist auch noch was. Nekromantenhöhle. Der Drachenritter kommt und selbst die Nekromanten des Schwarzen Rings müssen ihm dienen. Geronimus. Eine XP
Experimente sind fast abgeschlossen. Bald werden meine Kreaturen weder Axt noch Schwert fürchten müssen. Sterben, schlafen und vielleicht aufwachen. Ich werde ein Untoter sein, ja. Sterben, töten. So oder so ist es recht. Okay. Aber ihr werdet mich nehmen, denn ich bin der Meister. Und Igor nur ein Knecht. Ich werde etwas länger leben müssen. Der Nekromant hat sich dem Leben nach dem Tod verschrieben. Der Erschaffung des Verbotenen. Der Vereinigung dessen, was wieder die Natur ist. Sein größtes Werk ist die Kreatur. Aus toten Körperteilen entsteht neues, abscheuliches Leben. Reißt euren Gegnern die Gliedmaßen aus und gebt sie dem Nekromanten. Ich erwecke sie dann wieder zum Leben, stärker als je zuvor. Ja, Damian ist loyal. Ich töte diejenigen, die sich uns entgegenstellen und kann sie dadurch in untote Kämpfer verwandeln, die weiter töten. Blutbad! Fließe, fließe, fließe. Aber ihr scheint eine Ausnahme sein zu müssen. In der fliegenden Festung unseres Dämonenmeisters Baal, Herrscher über die Nacht. Seine Angriffe werden die Menschheit bald auslöschen. Ein Eroberer für den Schwarzen Ring. Ihr, Damian, töten? Ihr wollt leiden? Sterben? Ich kann nämlich für beides hier und jetzt sagen, dazu müsst ihr nicht den Verdammten bemühen. Ja, ja, ein feines Gemetzel. Okay, das ist mir nicht wirklich geheuer. Oh, ein Buch. Oh. Igor ist bereit zu sterben, Drachenritter. Zu sterben und ein Untoter zu werden, damit Meister Hieronymus dienen kann. Meister Hieronymus redet unentwegt von Waffenresistenz. Aber was ist mit Magieresistenz? Das wird mein Spezialgebiet. Er braucht einen Nekromanten, oder? Ich verstehe. Ich diene gut. Ein wahrer Diener. Aber er ist der Meister. Er wird nicht gut dienen. Nein. Ihn euch dienen zu lassen, würde aus mir einen schlechten Diener machen. Ja, das verstehe ich jetzt. Aber ich bin ein guter Diener. Ja, ich werde ihm Gift bringen. Ja, und dann werde ich derjenige sein, der euch dient. Ja, Meister, sehr gut. Euer demütiger Diener wartet. Der Nekromant hat sich dem Leben nach dem Tod verschrieben. Der Erschaffung des Verbotenen. Der Vereinigung dessen, was wieder die Natur ist. Dein größtes Werk ist die Kreatur. Aus toten Körperteilen entsteht neues, abscheuliches Leben. Reißt euren Gegnern die Gliedmaßen aus und gebt sie dem Nekromanten. Ich erwecke sie dann wieder zum Leben, stärker als je zuvor. Es war meine Berufung. Eine Berufung, dem Schwarzen Ring und den nekromantischen Künsten zu dienen. Ein Leben im Dienste des Todes und der Verstümmelung. Gift ist meine bevorzugte Vorgehensweise. Schnell schmerzlos, langsam schmerzvoll. Gift bietet eine so große Vielzahl an Möglichkeiten. Ich habe an den Bewohnern des Dorfes geübt, in dem ich aufgewachsen bin. Ist jetzt ein verlassener Ort. Er ist unser Messias, Meister. Aber ich bin nur ein Diener.
und werde nicht im Weg stehen, wenn höhere Mächte über das Schicksal dieser Welt entscheiden. Lebt wohl, Meister. Ich glaube, zu den zwei muss ich nicht mehr so viel sagen. Die heutige Folge ist sowieso schon zu Ende. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, bye!